bin Thomas Gebuch, der Autor des Buchs »Der Wurm muss den Fisch schmecken« mit Power präsentieren und rhetorisch punkten. Heute geht es um einen weiteren Tipp zum Thema Körpersprache. Und zwar geht es darum, dass ich dir empfehle, Blickkontakt zu halten. Viele Referenten erlebe ich so, dass sie ein Manuskript dabei haben, möglicherweise dann noch A4, so wie dieses Blatt. Dann ist es dick beschrieben, ja, mit Normalschrift, so wie man einen Brief schreiben würde, und lesen dann davon ab. Ja, dadurch verlieren sie den Kontakt zum Publikum, weil der Kontakt zum Publikum entsteht mit Blickkontakt. Daher auch schon der Begriff. Natürlich gibt es auch solche, die suchen ihre Gedanken irgendwo am Boden. Du merkst wahrscheinlich schon in diesem Video, wenn ich dich nicht anschaue, dann fällt es dir schon viel schwerer, mir zu folgen. Und deshalb mache ich Blickkontakt. Ich schaue dich an. Hier der Tipp. Versuche mit dem Publikum 3 bis 5 Sekunden, respektive mit einem Einzelnen im Publikum 3 bis 5 Sekunden Blickkontakt zu pflegen, oder mache mit ihm Kontakt während eines ganzen Gedankens. Dadurch hast du einen Dialog mit den einzelnen Personen im Publikum. Wechsle immer mal wieder, wen du anschaust, also schau nicht immer dieselbe Person an, und schon hast du einen Dialog mit dem ganzen Publikum. Also einmal eine Person aus der Seite, eine Person aus der Mitte, eine Person von der Seite. Ja, so wirst du einen viel stärkeren Kontakt zum Publikum halten können und die Leute von deiner Botschaft viel eher begeistern. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg.